Es ist mal wieder Zeit, ne Runde hochzusteigen. Nux sorte die Oberpfeife, rappt auf ne Millionenbeat, doch hat halt keine Monsterzeilen. Ohne Stimmbruch klingt man wack, nein, ich muss dich korrigieren. Du klingst einfach scheiße, auch wenn du glaubst, du kannst mich besiegen. Das Rappen ist laut dir einfach ne Sache von Routine. Meinst du dir aus deinem Nichtwort mit tausenden Turnieren? Deine Gainer, die sind Hüftraband, könnt ihr dich hier gleich besiegen. Er schafft es nicht mal, auch nur nen Punch gegen dich hinzukriegen. Nutz ich Autotune, bring ich fette Sommerlieder. Nutzt du Vogel Autotune, hat man ne Scheiß trotzdem nie wieder. Die Line über 9mm hat mich schon extrem verstört. Herr Drittzeilen hab ich schon tausendmal gesehen und gehört. Für deine Tracks kriegst du Blamage, sicher keine Lyrikpreis, weil bei deinen Zeilen nichts als nur eine Silbereime übrig bleibt. Geh mal lieber weg und versuch dich an normalen Tracks. Den Zenit, den du hier suchst, den hatte ich schon 2006. Gib mal lieber auf, denn du hast hier leider keine Chance. Nach der Runde setz ich das im Finale halt weiter fort. Brauche keinen Mundschutz, um das Video zu synchronisieren. Bringe einfach Punches und du bleibst so wie ein Opfer liegen. Gib mal lieber auf, denn du hast hier leider keine Chance. Nach der Runde setz ich das halt im Finale weiter fort. Brauche keine Mundschutz, um das Video zu synchronisieren. Bringe ein paar Punches und du bleibst so wie ein Opfer liegen. Auf Insta wirst du lesen, wie sehr alle deine Lieder lieben. Schade, denn dafür muss einer gleich zweimal dort kommentieren. Klingst du scheiße, dass dein Fame und du niemals nach vorne kannst. Doch viel erklärst, wenn du mich noch 10 Mal in deine Story packst. Wieso drehst du Videos bei irgendwelchen Treppen? Hast du Angst, ich könnte nirgendwelche Zuschauer entdecken? Würde auch deine komische Vollmaskierung leicht erklären. Würden das deine Mitschüler sehen, würde ich mich auch verbergen. Gegen Tiff Trabant hast du keinen Gegnerbezug gebraucht. Doch gegen mich musst du abliefern, sonst wärst du gleich weggeraucht. Von mir existiert eine so verdammt große Angriffsfläche. Trotzdem ist dir klar, wer am Ende den Pokal an sich kettet. Möchte man mal Double Timen, sollte man halt den Tag treffen. Du stottest über dein Beat, als wäre das hier ein Horror-Sample. Auch Rexel hat dich auf dasselbe Level wie den Tiff gesetzt. Und der hat gegen dich halt wirklich keine gute Line gerappt. Gib mal lieber auf, denn du hast hier leider keine Chance. Nach der Runde setz ich das halt im Finale weiter fort. Brauche keine Mundschutz, um das Video zu synchronisieren. Bring ein paar Punches und du bleibst so wie ein Opfer liegen. Gib mal lieber auf, denn du hast hier leider keine Chance. Nach der Runde setz ich das halt im Finale weiter fort. Brauche keine Mundschutz, um das Video zu synchronisieren. Bring ein paar Punches und du